Erstmals seit Jahren geht die Zahl der Gewalttaten im Irak zurück. In der Hauptstadt Bagdad versuchen die Menschen, zu einem normalen Leben zurückzufinden. Das zeigt sich auch in den Fahrschulen. Die Menschen wollen wieder das Autofahren lernen. Im Jahr 2006 hatten wir noch 43 Anmeldungen für den Fahrunterricht. Im ganzen Jahr 2007 gab es dann nur noch eine einzige Anmeldung. Im Jahr 2008 ist die Zahl auf 143 Fahrschüler angestiegen. Von diesen 143 Fahrschülern sind 100 Frauen. Sie blieben während der täglichen Angriffe und der Herrschaft der Milizen in Bagdad zu Hause. Nun wollen sie wieder am öffentlichen Leben teilhaben. Ein Führerschein ist oft der erste Schritt. Ich bin Lehrerin und ich habe wirklich gelitten unter all diesen Fahrten zur Arbeit hin und zurück. Nun habe ich beschlossen, Autofahren zu lernen, um meine Transportprobleme selbst zu lösen. Ich bin Mutter. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich die Kinder zur Schule fahren kann. Ihr Fahrlehrer unterrichtet seit 21 Jahren. Für ihn fahren Frauen besser als Männer. Ihr Wunsch zu lernen ist viel stärker. Frauen fahren ruhig und wer ruhig fährt, wird es besser lernen. Die Fahrstunden finden in dieser Wohngegend statt, auf sicheren Straßen. Aber sobald sie den Führerschein in der Tasche haben, werden diese Frauen ihre Autos allein durch den dichten Verkehr von Bagdad lenken müssen.